Ready, Set, Glam. Das ist das Motto der Novemberbox von Look Fantastic. Und damit hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Heute zeige ich euch die aktuelle Beautybox von Look Fantastic. Wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich nachher über einen Daumen nach oben. Gern lasst mir auch ein Abo da. Vergesst dabei nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn es ein neues Video gibt. Die Beautybox von Look Fantastic ist eine Abo-Box und kostet 20 Euro. Entscheidet ihr euch jedoch gleich für eine längere Laufzeit, über 3, 6 oder 12 Monate, könnt ihr noch etwas sparen. Bei einem 12-Monats-Abo kostet die Box nur noch 15,50 Euro. Aber lasst uns doch mal reinschauen. Als erstes haben wir hier wieder die aktuelle Elle in der UK-Version und das aktuelle Magazin zur Box. Hier findet ihr noch einmal ein paar wichtige Informationen zu den Produkten in der Box und noch zu ein paar weiteren Sachen. Wir haben hier von Distworks ein Deep Sleep Pillow Spray. Das ist eine natürliche Einschlafhilfe. Das Ganze soll beruhigen. Das ist mit Lavendel, Vetiva und Kamille. Ich musste erst mal schauen, was Vetiva überhaupt ist. Das ist ein aus Asien stammendes Süßgras. Als nächstes haben wir Filorga Time Filler. Das ist eine Anti-Aging-Creme und sie soll umfassend korrigieren. Und als nächstes Pixie bei Petra. Ein Glow Booster. In der Farbe White Pearl, den machen wir doch gleich mal auf. Zeige ich den euch. So schaut er aus. Ja, die hat wirklich einen sehr schönen Schimmer. Ihr könnt diese Lotion allein oder auch mit eurer Tagescreme anwenden. Und Bella Pierre Cosmetics Kiss Proof Lip Cream. Auch den machen wir gleich mal auf. Ganz schön krasse Farbe. Also ich habe gerade versucht, die Lip Cream wieder vom Handrücken abzumachen. Das ging schon mal sehr schwer, was natürlich für eine gute Haltbarkeit spricht. Mal schauen, wie sie sich im Test schlägt. Ich habe gerade eben nochmal schnell die Lip Cream aufgetragen, um euch das Ergebnis auch richtig zeigen zu können. Mir gefällt das Ergebnis erstaunlich gut, obwohl ich normalerweise überhaupt nicht so dunkle Farben trage. Deswegen habe ich auch keinen passenden Lip Liner irgendwie gefunden. Ich muss mich nur noch ein bisschen daran gewöhnen. Von der Konsistenz her ist es sehr angenehm, also es klebt auch nichts oder irgendwie so. Also ich bin positiv überrascht. Schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr die Farbe findet und vor allem, wie kriegt ihr denn das Zeug wieder runter? Das hält so unglaublich gut. Ich bin schon gespannt auf eure Tipps. Im Magazin habe ich gerade noch gesehen, dass von der Lip Cream eine von drei verschiedenen Farben drin ist. Das ist die Farbe Red. Dann gibt es noch Rosy oder auch Nude. Dann haben wir hier noch eine Feuchtigkeitscreme von Murat. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 30 und ist mit Vitamin C. Ja. So schaut sie aus. 10 Milliliter sind drin. Und kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Das ist ein Eyeshadow von Tietz Trendy Cosmetics in der Farbe Indigo Dare. Auch den schauen wir uns natürlich genauer an. Die kommen in so einer Kugel daher. Schaut ziemlich cool aus. Spectrum of Stars Eyeshadow. Boah, und so schaut die Farbe aus. Sehr cool. Auch die zeige ich euch gleich.
Sehr schön. Boah, die Farbe ist toll. Ihr habt hier so einen richtig schimmernden Effekt drin. Hat so ein bisschen was von Meerjungfrau. Also ich muss echt sagen, die Farbe gefällt mir sehr gut und auch die Verpackung, die macht echt was her. So, das war auch schon die aktuelle Box von Look Fantastic. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal und schaut bei Instagram vorbei. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure LKS.